Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht mal wieder um Licht, weil wenn man Fotograf oder Filmer ist oder beides, dann kann man gar nicht genug Licht haben. Für viele Situationen braucht man auch gerne mal verschiedenes Licht. Heute geht es um ein sehr cooles LED-Dauerlicht mit Bowens Mount, also auf das du alle beliebigen gängigen Lichtformen drauf montieren kannst. Und das Beste, das sage ich euch nach dem Intro. Ja, ganz konkret geht es um das Ambitful FL80. Das ist ein 80 Watt Dauerlicht, das aus meiner Sicht in direkter Konkurrenz, auch preislich und was die Art und Weise des Geräts angeht, in direkter Konkurrenz mit dem berühmt-berüchtigten Godox SL60 steht. Wie die Zahlen schon vermuten lassen, das Godox hat 60 LED Watt und das Ambitful hat 80 LED Watt, ist damit also offensichtlich nochmal 20 Watt stärker und das merkt man tatsächlich auch. Du kannst damit schon nochmal ein gutes Stück mehr ausleuchten als mit dem Godox. Dafür ist das Godox ein ganz kleines bisschen günstiger, aber eigentlich auch wieder nicht. Da kommen wir aber erst später drauf. Das Ambitful FL80 wurde mir zur Verfügung gestellt vom Hersteller. Ich kann es auch behalten. Ich bekomme aber kein Geld dafür und meine Meinung ist wie immer nicht gekauft. Das ist ein kleiner Disclaimer, wie immer bei solchen Reviews. Kommen wir zum Punkt. Es gibt nicht irrsinnig viel über solche Lichter zu sagen. Allerdings bei dem hier sind schon ein paar Sachen, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Also zum einen mal die sehr kompakte Bauform. Das kann man vielleicht hier schon ein bisschen erkennen. Und es ist, der gesamte Körper dieses Lichts ist aus Metall gefertigt. Kein Kunststoff, sondern wirklich aus Metall. Es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Optisch, denke ich, haben die sich da so ein bisschen an die Lichter von Aperture angelehnt. Und ja, so rein optisch ist ihnen das auch gelungen, zu einem unfassbar viel günstigeren Preis. Das Ganze kostet ungefähr 170 Euro, da kommen wir auch später nochmal drauf. Jetzt nur so viel, zwei, drei technische Specs. Das hat eine Lichttemperatur von 5600 Kelvin. Die kann ich auch im Augenblick noch nicht verändern. Das ist fest, 5600 Kelvin. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich bei solchen Lampen. Es hat ein CRI von über 96. Das ist normal, würde ich mal behaupten. Das ist gut, das ist völlig in Ordnung. Nichts Besonderes. Eine kleine Besonderheit, ob man die mag oder nicht, das muss jeder selbst wissen. Es hat 5 eingebaute Effekte. Da kann ich hier hinten einen Schalter drücken und dann hat es solche Flackereffekte. Ob man das braucht, das muss man wieder selbst wissen. Ich persönlich habe da selten wirklich Anwendung dafür. Aber naja, sie sind halt eingebaut, es ist dabei. Und warum nicht? Jetzt habe ich es hier wieder auf normales Dauerlicht gestellt und ich bin jetzt hier bei der schwächsten Lichtleistung. Ich drehe das jetzt das Ganze mal auf 100. Also man kann das übrigens stufenlos von 1%, das ist jetzt 1%, auf 100% regeln. Und bei 100% wird es schon anständig hell. Wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich seht ihr jetzt fast nichts mehr, weil ihr geblendet seid. Wie gesagt, kommt das Ganze hier mit einem Bowens Mount, der auch sehr knackig funktioniert, sehr schön robust. Hier drin sieht man die LED, die ist jetzt auch nicht übermäßig geschützt, aber auch nicht ganz freiliegend, die ist ein bisschen zurückversetzt. Auch hier Metall verbaut natürlich, alles sehr schön gemacht. Der Standardreflektor ist dabei. Ich habe noch diese kleine Octabox, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt, mit dem Grid dazu bekommen. Die kann man optional als Zubehör kaufen oder auch im Kit kaufen. Das ist eine schöne Größe, die hat ungefähr 60 cm. Aber welche Softbox auch immer oder welchen Lichtformer auch immer du verwendest, solange diesen Bowens-Anschluss hat, und das ist ein Standardanschluss, dafür kriegt man haufenweise Zubehör, eben zum Beispiel auch diese Softbox, solange du diesen Anschluss verwendest, kannst du den da dran schrauben. Und das ist extrem praktisch und extrem gut. Damit macht es das Ganze sehr, sehr flexibel, was die Lichtformung angeht. Und man bekommt da haufenweise günstiges Zubehör dafür. Was man hier hinten an der LED-Anzeige, die auch sehr schlicht und einfach gehalten ist, das Ding kann man also wirklich ohne Bedienungsanleitung gelesen zu haben, bedienen. Was man hier aber erkennen kann, ist eine Kanaleinstellung. Und mir wurde vom Hersteller gesagt, es wird demnächst eine Fernbedienung geben. Die gibt es noch leider nicht. Und möglicherweise wird es auch eine App-Steuerung übers Handy geben.
Vielleicht kann man dann sogar verschiedene Farbtemperaturen einstellen, aber darüber habe ich noch keine detaillierten Informationen bekommen. Also verlasst euch da erstmal nicht drauf, aber in der Fernbedienung in irgendeiner Form wird es auf jeden Fall geben. Ein Punkt, der typischerweise zu Bauchschmerzen führen kann und der häufigen Kritikpunkt bei dem Godox SL60 war, ist das Lüftergeräusch. Das hat natürlich auch ein Lüftergeräusch, das ist ganz klar. Diese relativ leistungsstarken LEDs wollen gekühlt werden. Ich persönlich finde es aber ein Ticken leiser sogar noch als beim Godox. Bei dem hat es mich auch schon nicht gestört. Also hier stört es mich überhaupt nicht. Und ich bin jetzt mal kurz still. Ihr seht, wie nah ich da dran stehe. Und so nah stehe ich nicht an meinem Licht normalerweise. Und dann könnt ihr selbst beurteilen, ob ihr das Lüftergeräusch über das Lavaliermikrofon hören könnt oder nicht. Ich halte jetzt mal kurz die Klappe. Ist ja auch mal ganz schön. Habt ihr es gehört? Ja, nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich persönlich bin für sowas relativ unempfindlich. Aber jetzt kommen wir zum Besten daran, und zwar dieses komische Kästchen, das hier hängt. Ihr könnt das Ganze nämlich per Akku betreiben. Und das ermöglicht es mir auch, das Licht an Orten, wie hier zum Beispiel bei mir in der Scheune, zu verwenden, wo ich einfach gar keinen Strom habe. Und schwupp, schon haben wir Licht. Und das Ganze ohne Kabel zu verlegen, ohne Kabeltrommel rumzuschleppen, sondern einfach über einen Akkubetrieb. Ich habe jetzt nicht getestet, wie lange diese Akkus reichen. Aber das Gute ist, das sind keine eingebauten Akkus oder es sind keine Spezialakkus, sondern es sind die ganz einfachen Standard-Sony-like-Akkus, deren Namen ich immer vergesse, den ich aber unten einblende. Ihr kennt die Dinger. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier die größte Größe drin, um einfach entsprechend Power zu haben, was man bei so einem Licht vermutlich auch braucht. Aber auf jeden Fall ist das sehr praktisch, weil die Dinger hat man häufig schon rumliegen zu Hause, beziehungsweise kann sie relativ günstig auch in größeren Mengen kaufen. Und die Tatsache, dass dieses relativ preiswerte, ziemlich starke LED-Licht auch mit voller Leistung, mit Akkus, mit herkömmlichen Standardakkus betrieben werden kann, das macht es für mich zu was sehr, sehr Besonderem und zu was sehr Speziellem. Und das macht es vor allen Dingen eben extrem praktisch. Das habe ich auch so tatsächlich bei anderen Lichtern noch nicht gesehen, wenn dann nur im sehr viel höheren Preissegment, eben von Aperture, die Dinger kosten dann aber ja, 1000 Euro und deutlich mehr. Und ja, das gibt es eben in diesem günstigen Preissegment normalerweise nicht, zumindest nicht nach meiner Kenntnis. Kommen wir zum kurzen Fazit. Das Ambitful FL80 ist ein wirklich gutes, qualitativ hochwertiges, wie gesagt, Metallgehäuse, Dauerlicht mit einem universellen Bowens-Anschluss, für das man häufig schon Lichtformen hat oder günstig alle möglichen Formen von Lichtformen bekommt. Das Beste daran ist, es ist auch noch akkubetrieben und das Ganze zu einem Preis von rund 170 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern, finde ich. Also eindeutig klare Empfehlung, wenn du so ein Licht gebrauchen kannst. Demnächst vielleicht noch mit Fernbedienung. Schauen wir mal, da lassen wir uns überraschen. Da informiere ich euch dann, falls es soweit sein sollte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist ein Licht. Ne? Es macht das, was es soll. Es macht Licht vor allen Dingen. Das kann man immer gut gebrauchen, finde ich. In diesem Sinne, das war's mit dem heutigen Video. Like, Abo und Bimmelbammel einschalten. Nicht vergessen, bei 10.000 Abos verschenke ich eine Kamera. Alle Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.